Quantencomputing, das soll in unserem Jahrhundert der nächste neue technologische Sprung sein. Gibt ja Leute, die vergleichen das sogar mit der Entdeckung des Feuers. Und wo die Technologie heute steht und was ich damit machen kann, das schaue ich mir heute an, und zwar bei einer Firma, die so einen Quantencomputer auch schon hat. Mehr zum Thema Qubits sagen kann, ist die Birgit Schwarz. Du leitest bei IBM den Bereich Quantum im deutschsprachigen Raum, bist selbst Ingenieurin. Genau. Welche Aufgaben und Probleme löst denn jetzt so ein Quantencomputer? Der kann jetzt nicht und wird auch nie können, was so ein klassischer Computer kann. Für Katzenvideos völlig ungeeignet. Dafür löst er eine ganze Reihe von Problemen, die interessant sind, sag ich mal, in der Pharmaindustrie, in der Finanzindustrie, im Manufacturing, wenn es um Materialforschung geht zum Beispiel, in der Logistik. Und da denken wir, da wird er richtig große Probleme lösen können. Es gibt ja auch viele Videos, die den Quantencomputer schon erklären. Nullerposition, Einserposition, die Superposition. Mich interessiert auch, welche technologischen Herausforderungen gibt es denn? Wir haben Herausforderungen in der Grundlagentechnologie, in der Hardware, in dem Chip, den wir tatsächlich bauen. Wir haben Herausforderungen in der Software, die uns dann die Hardware zugänglich und nützlich macht. Und wir haben dann noch als drittes Herausforderungen in der Anwendungsforschung. Welche Anwendungen können wir uns denn überhaupt vorstellen auf dem Quantencomputer? Und auf allen diesen Ebenen haben wir bei der IBM Forschungs- und Entwicklungsteams, die sich darum kümmern, dass wir da vorankommen. Bleiben wir bei der Hardware. Jetzt habt ihr doch so einen Quantencomputer hier stehen. Darf ich den mal sehen? Na klar, da geht's lang. Komm mit. Schau mal, so schaut es übrigens aus im Rechenzentrum oder im Labor. Das hier ist auch ein Quantencomputer. Hier wird gerade dran gearbeitet und der hier läuft. Also auf den hier kannst du über die Cloud drauf zugreifen. So. Dunkel und still. Da ist er drin. Da ist er drin, genau. Und der läuft auch. Ja? Also du musst dir vorstellen, jetzt sind wir hier, sag ich mal, 5 Meter weg von dem Ort. Der ist kälter als der Weltraum. Der kälteste Ort Europas bei weitem. Wieso ist das so? Weil die Qubits, mit denen wir rechnen im Quantencomputer, hier sind 5 Stück drauf, schau mal, die haben ja diese abgefahrenen Eigenschaften, Supraposition zum Beispiel. Und die haben die nur, wenn das Material ganz besondere physikalische Eigenschaften annimmt. Und die hat das Material eben nur so nahe am absoluten Nullpunkt. Funktioniert denn die Technologie heute schon? Was könnte ich damit machen? Die funktioniert absolut. Ja, also wir haben Kunden, die heute auf dem Rechner rechnen, der da drin ist. Wir haben Partner, die drauf forschen. Und da kann ich mir zum Beispiel in deiner Industrie, Finanz, kennst dich ja gut aus, gibt es alle möglichen Anwendungen, die ich mir vorstellen kann. Betrugserkennung, Option Pricing, Portfoliooptimierung. Was ist euer nächster Schritt? Einer, den ich jetzt ganz besonders spannend finde, ist unsere 100 by 100 Challenge. Bedeutet? Wir haben für uns selber uns das Ziel gesetzt, dass wir bis nächstes Jahr einen Schaltkreis, der 100 Qubits breit ist und 100 Operationen hintereinander durchführen kann, fehlerfrei in einem Tag auf so einem System abfahren können. Das ist für uns eine große technologische Herausforderung. Das System, vor dem wir stehen, hat 27 Qubits. Wir reden über 100, die dann wirklich funktionieren und auch wirklich langlebig sind. Die Frage ist jetzt, was kann ich damit machen? Wenn ich gesagt habe, 100 breit, 100 tief, was für eine Anwendung passt denn da jetzt rein? Ja, das überlegen wir uns, aber das ist jetzt die Challenge, die wir IBM unseren Partnern stellen und unseren Kunden stellen. Überlegt mal, welche Anwendungen, welche mathematischen Probleme kann ich abbilden, sodass die in diesen 100 mal 100 Kästchen reinpassen. Aber in Wahrheit ist der nicht so groß, oder? Nee, das ist eine Vergrößerung, damit man das gut sehen kann. Ne? Hier sind Qubits, hier kommen die Signale rein. Zu jedem einzelnen Qubit. In Wahrheit ist der, sag ich mal, so groß wie mein Daumennagel. Wir können uns da nochmal anschauen. Da ist er, schau mal. Okay. Und das ist jetzt auch wirklich die Größe, die er hat. Dieses kleine Rechteck hier, das ist jetzt der eigentliche Chip. Was ist denn jetzt die größte Herausforderung im Aufbau des Ökosystems? Ja, wir müssen die Technologie in die Anwendung bringen. Und wir wollen das wirklich bewusst ganz offen machen und wollen da zusammenarbeiten mit Kunden, mit Partnern, mit anderen Forschungsinstituten. Unsere Plattform ist Qiskit, die ist Open Source, weil wir wirklich sagen, das schaffen wir nicht allein. Die richtigen Anwendungen zu finden, da brauchen wir die Partner dafür, da müssen wir ein Ökosystem aufbauen.